Das Evo im Namen dieses Flitzers. Hi, ich bin der Flo von Bike24 und ich habe mir die letzten Tage für euch mal das aktuelle Specialized Turbo Creo SL Comp Carbon Evo genau unter die Lupe genommen. Bin ein paar Runden im Wald gefahren, aber natürlich auch auf der Straße. Das Evo im Namen dieses Bikes steht für die spezielle Gravel-Ausstattung. Das heißt, wir haben einen Lenker mit Flair verbaut, eine Dropper-Post, die vom Lenker ausgesteuert werden kann und natürlich auch Gravel-spezifische Reifen, die die Reifenfreiheit des Rahmens und der Gabel etwas besser ausnutzen. Ausgestattet ist das Rad mit der Shimano Gravel Top-Gruppe, der GRX 800, und das betrifft die Bremsen und das Schaltwerk. Kassette haben wir von Sunrace eine 1142er verbaut in Kombination mit einer Praxis Works Kurbel mit 4610. Die Laufräder kommen von DT Swiss und tragen die Bezeichnung R470. Der Rahmen hat schon Boost-Standard, das heißt, wir haben vorn eine 110 mm und hinten eine 148 mm breite Achse. Das ist eigentlich ein Standard aus dem Mountainbike, wird aber hier für mehr Stabilität und Fahrsicherheit verwendet. Ein weiteres kleines, aber sehr nützliches Special ist der im Gabelschaft integrierte Futureshock 2.0 von Specialized, der sich auch ziemlich einfach über ein kleines Drehrädchen justieren lässt. Die Einheit zur Antriebsunterstützung beim Turbo Creo besteht aus der Turbo Connect Unit am Oberrohr, dem integrierten Akku im Unterrohr und dem SL 1.1 Motor, der nicht mal 2 Kilo auf die Waage bringt. Das in Kombination mit dem leichten Fact 11R Carbonrahmen bringt das Rad auf ein wirklich annehmbares Gewicht. Der 320 Wattstunden Akku reicht für bis zu 120 Kilometer und kann durch einen 160 Wattstunden Range Extender nochmal um 60 Kilometer erweitert werden. Auch die Ladezeit des Akkus ist vorzeigbar. Nach 2,5 Stunden ist er wieder voll und es kann weitergehen. Der Motor besitzt einen integrierten Powermeter und kann zusammen mit der Turbo Connect Unit die Daten über eine ANT Plus oder Bluetooth Schnittstelle an dein GPS-Gerät oder deine Sportuhr übermitteln oder via der Mission Control App die Daten an dein Handy senden. Ja, ich war noch eine Runde fahren im Wald. Ach schön. Na, ja. Wie fährt sich das Rad? Ja, fetzt schon, muss ich sagen. Also hat echt eine super komfortable Sitzposition. Und wenn es mal ein bisschen ruppiger wird, dann hilft dieser Future Shock hier vorne auch, das Ganze ein bisschen zu ebnen. Und die absenkbare Sattelstütze, die hilft mir immer, wenn ich mal ein bisschen abseits der breiten Wege fahren will. Macht schon Spaß, das Rad. Na schön, dann kann ich das ja jetzt wieder nehmen, oder? Nee, ich glaube, ich fahre noch eine Runde. Was? Tschüssi! Naja, das war's soweit zu dem Rad. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt einfach in die Kommentare. Ich denke, der Olli wird das dann beantworten. Ich schau mal, wie ich jetzt zu meinem Rad komme. Macht's gut! Warum man hier einfach das Auto nimmt, he?